Wieso haben die Mülltonnen in unserem Müllraum verschiedene Farben? Hallo Kinder, ich bin's, der Hansi. Und heute sehen wir uns an, wie das eigentlich mit der Abfalltrennung funktioniert. In vielen Müllräumen gibt es rote, gelbe, braune, grüne, weiße, blaue und schwarze Tonnen. In die roten Tonnen gehört das Papier und Kartons, wie Zeitungen, Briefe, Schachteln. In die gelben Tonnen gehören in Graz die sogenannten Leichtverpackungen. Das sind Verpackungen aus Plastik und Verbundstoffen, wenn zum Beispiel Papier und Plastik verbunden sind, wie Plastikflaschen, Joghurtbecher und Chipsverpackungen. Plastikspielzeug zum Beispiel gehört nicht in die gelbe Tonne hinein. Es ist zwar aus Plastik, aber es ist keine Verpackung und gehört daher in den Restmüll. In die braunen Tonnen kannst du zum Beispiel Bananenschalen oder andere Gemüse- und Obstabfälle sowie Laub, Äste und Gras werfen. Bitte wirf keine Plastiksackerl in den Biomüll, auch wenn diese als kompostierbar gelten. Dann gibt es noch die 2 Tonnen für Glasverpackungen. Da gibt es eine Tonne mit grünem Deckel für bunte Glasverpackungen und eine Tonne mit weißem Deckel für weiße, also durchsichtige Glasverpackungen, wie zum Beispiel Fruchtsaftflaschen und Gurkengläser. In die blauen Tonnen kommen Verpackungen aus Metall, wie zum Beispiel Senftuben oder eine Dose von Tierfutter. Und fast der ganze Rest, der nicht in den anderen Tonnen getrennt werden kann, kommt in die schwarzen Tonnen. Darum heißen die auch Restmülltonnen. Hineingehören zum Beispiel Taschentücher, Knochen, Windeln oder kaputtes Spielzeug. Bitte werft keine Lithium-Ionen-Batterien und Akkus in den Restmüll, denn diese können Brände auslösen. Jetzt wisst ihr, wie die richtige Abfalltrennung funktioniert. Tschüss, euer Hansi. Fragt den Hansi, eure Holding Graz.